Ja, ich hoffe, ihr habt einiges gelernt schon mal so ein bisschen über den Börsenalltag. Ich weiß jetzt nicht, ob einige von euch schon mal an der Börse waren vorher. Als ich letztes Jahr das erste Mal hier war, ich kannte halt die Börse Stuttgart schon so ein bisschen vom Internet, von YouTube, deswegen wusste ich, wie es hier so aussieht. Aber ich finde es dann doch immer interessant, wie das dann doch sich extrem unterscheidet von dem ganzen Bild, was man so in den Medien und so oder auch in Spielfilmen und so mitgeteilt bekommt. Und der Vortrag heute hier von mir, ich habe ja die Ehre zu starten, ja, der Druck lastet im Prinzip auf mir, heißt auch Börse im Alltag. Allerdings will ich jetzt mal so ein bisschen von dieser Mikroperspektive, also wir haben ja gerade so ein bisschen was über die Orderbücher gelernt, ein bisschen was über den Beruf des Börsenmaklers, und der Norbert macht nachher auch noch einen Vortrag über Zertifikate und Optionsscheine. Und ich dachte mir, ich fange heute mal mit einem P2P-Update an. Nein, natürlich nicht. Sondern ich mache so ein bisschen mehr so die Makroperspektive einfach mal aus Sicht von uns Privatanlegern auf die Börse. Weil, also nicht was jetzt hier abläuft in der Börse, sondern was bei uns eigentlich zu Hause abläuft in den ganzen Situationen, wenn man sich zum Beispiel mit seinen Partnern über Geld unterhält oder über die Börse oder was wir in der Community immer diskutieren. Und das besteht ja alles immer aus ziemlich emotionalen Geschichten. Und eine von diesen Geschichten, mit der fange ich heute an, das war diesen Dienstag, also gerade 3 Tage her. Meine Eltern haben mich auf Mallorca besucht und so am letzten Abend saßen wir jetzt auf der Couch abends ganz gemütlich. Meine Mutter und ich haben uns noch so ein bisschen unterhalten über so, ja, sie fragt dann immer ganz interessiert, was ich so alles mache. Ja, wie läuft's mit YouTube? Wie läuft's mit den ganzen Aktieninvestments? Hast du etwa auch Bayer-Aktien immer noch und so, ne? Und dann haben wir jetzt so ein bisschen geredet und dann irgendwann ist sie so richtig ins Reden gekommen und ich habe sie so mal so richtig ausgefragt. Ganz viele Sachen, die ich gar nicht wusste, was die früher so gemacht haben mit Aktien. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein Kind war in der Küche. Ich habe morgens immer mein Müsli gegessen vor der Schule und mein Vater kam dann immer so rein, hat die Zeitung aufgeschlagen, Telekom wieder gestiegen. So, ja, das war das Einzige, was ich von meinen Eltern jemals von Börsen mitbekommen habe. Und dann hat meine Mutter so erzählt und erzählt und erzählt und hat am Ende so ziemlich traurig gesagt, ja irgendwie, also uns geht's nicht schlecht, ja, die Rente ist ganz okay, aber die ganzen schönen Hotels, in die ich eigentlich jetzt immer als Rentner gehen wollte und das Ganze, was wir uns eigentlich immer vorgestellt haben, das können wir jetzt irgendwie alles nicht machen, also machen wir alle gerade nicht. Und ich habe dann so, während sie die ganze Zeit erzählt hat, immer so nachgedacht und dann irgendwann ihr so eine entscheidende Frage gestellt und so, Mama, woher hätte es eigentlich kommen sollen? So, das Geld, was ihr jetzt haben wollt mit Mitte 60, um auszugeben, woher hätte es kommen sollen? Weil ihr habt nie irgendwo investiert, ihr hattet zwar Sparbuch und so weiter, immer mal wieder ein bisschen was zurückgelegt, aber nie halt wirklich investiert. Und da ist mir immer, weil ich bin halt mittlerweile im Alltag so immer in diesem ganzen YouTube-Aktien-Börsen-Thema drin, dass man manchmal ja so diesen Blick von außen halt so ein bisschen verliert. Und da habe ich wieder so genau diese Erkenntnis bekommen, ja, rational langfristig investieren, weil dann, wenn man regelmäßig vorsorgt, regelmäßig was tut, dann hat man dann auch später was, ne? Und wenn man aber irgendwie so, und diese Gespräche sind halt immer, finde ich, sehr aufschlussreich, weil ich habe wirklich da gesessen und gedacht, okay, ja, woher hätte das Geld kommen sollen? Ihr habt kein Unternehmen gegründet, wo ihr jetzt irgendwie Geld haben könntet, ihr habt auch nicht investiert. Das heißt, irgendwo muss das Geld ja herkommen, das fällt ja nicht einfach vom Himmel. Und deswegen ist das erste Thema, ich habe heute 5 kurze Themen mitgebracht. Ich versuche ziemlich zügig da durchzugehen, damit wir vielleicht danach noch Fragen oder so beantworten können. Und 5 Punkte, über die ich euch mit euch einfach sprechen wollte. Und das soll jetzt nicht irgendwie so frontalunterrichtsmäßig sein, von wegen, das ist jetzt so die Wahrheit und so muss es sein oder so, sondern einfach nur, ihr wisst ja, wie ich es immer sehe, das ist einfach meine Meinung und meine Perspektive. Und die kann natürlich auch für jeden anders sein. Und der erste Punkt, der mir extrem wichtig ist, den ich mit euch heute ansprechen wollte, ist deswegen, weil ich finde, dass es eines der wichtigsten Themen im Alltag ist, auch wenn es um die Börse geht, ist nämlich Zielsetzung. Weil ich glaube, immer wenn ich so die Diskussionen teilweise mitverfolge auf Facebook, das ganz häufig ein Punkt ist, der so ein bisschen noch fehlt bei einigen Leuten. Und das sieht man an dieser typischen Diskussion.
Ja, investiert doch nicht den ganzen Tag immer nur Barbie, Rendite da und so weiter und so fort. Man muss ja auch mal leben. Ja? Und was bringt mir diese ganze Investieren, was bringt mir die ganze Börse, wenn ich sozusagen nie auch mal Geld habe, um einfach mal auszugeben? Und dann sind meistens so irgendwann so 20, 30, 40, 50, 100 Kommentare. Und man merkt immer, dass jeder eigentlich ein vollkommen anderes Ziel bei der ganzen Sache hat. Und manche Leute einfach noch nicht so richtig, meiner Meinung nach, wissen, ob das Ziel, was sie eigentlich haben, falls sie eins haben, das Richtige für sie selbst ist. Ja? Und deswegen der erste Punkt, den ich ganz kurz durchgehen will, ist einfach, dass man sich konkrete Ziele setzt. Und da gehen wir natürlich gleich ein paar Beispiele durch. Und dass man dann auch so ein Gefühl dafür bekommt, ob das realistisch ist, dieses Ziel, was ich mir setze an der Börse. Und ich habe mir im Flug hier unterwegs, wir hatten viel Zeit, weil wir 2 Stunden Verspätung hatten, habe ich mir was ausgedacht dafür. Wie kann ich eigentlich dieses ganze Thema Investieren und Aktien mal so verbildlichen? Ja? Und da ist dabei rausgekommen, Folgendes. Ja. Extra nochmal geübt hier die Zeichnung. So, das hier ist jetzt mal eine Zinskuh, ja. Helga habe ich sie genannt. Und die steht im Prinzip für alles, was mit Börse und so zu tun hat, mit Investment. Ja? Die meisten Deutschen haben halt keine Zinskühe zu Hause. Die Berichte kennt ihr ja viel besser immer hier. Höre ich auch, habe neulich ein Video gesehen, Anlegerkultur und so weiter. Aber viele von euch hier investieren ja schon in Aktien. Und das ist im Prinzip ein Investment. Ja? Und in dieses Investment kommt irgendwo Geld rein. Zum Beispiel ein Wertpapiersparplan oder eine ganz normale Aktienkauf oder was auch immer es ist, ein Eigenheim, Immobilie, alle möglichen Investments. Und wir erhoffen uns von dieser Zinskuh, die für uns arbeitet, dass sie wieder uns Geld rausgibt. Und das ist das Geniale an dieser Kuh, ja, Helga, die nimmt unser Geld und vermehrt es für uns. So. Und jetzt gibt es bei dieser Situation mehrere Ziele, die ich mir setzen kann. Zum Beispiel, ich bin 20 Jahre alt und habe 10.000 Euro irgendwie geerbt oder mir angespart und ich sage mir, boah geil, Börse, YouTube, yeah, habe voll viel gelernt von Kolja, ich will finanziell frei werden bis 30, ja, also in 10 Jahren. Und dann fängt man an zu gucken, boah geil, was gibt's alles für Möglichkeiten hier, Daytrading, Aktien, bla 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 bla, das und das und das. Kriege ich von Anfängern meistens immer diese Frage, wie kann ich hier einfach das Maximum rausholen, was mir die Kuh gibt. Also im Prinzip, wir konzentrieren uns auf die Rendite bei der Zielsetzung und sagen, ich will meine Rendite so hoch kriegen, wie ich irgendwie will. Ja? Und das ist meiner Meinung nach schon die falsche Herangehensweise bei dem Ganzen, weil du kannst halt Helga nur bis zu einem gewissen Grad auspressen. Sie nimmt halt dein ganzes Geld, ja, und sie ist auch sehr glücklich, wenn du ihr Geld gibst. Aber wenn du sie halt die ganze Zeit mit Überstunden belastest und immer versuchst, sie aktiv dazu zu bringen, Hochleistung zu bringen, dann wird es halt immer risikoreicher, immer risikoreicher. Und irgendwann hat sie auch vielleicht keinen Bock mehr und sagt einfach so, pff, nö, mach ich nicht mehr. Burnout und ja, dann gibt es halt manchmal gar keine Rendite. Das heißt, was ich nur sagen will ist, dass das eine unrealistische Zielsetzung ist, weil du bräuchtest mit 10.000 Euro, ja, wenn du jetzt in 10 Jahren richtig was reißen willst damit, dann bräuchtest du halt so ungefähr eine Rendite von 50-60% pro Jahr für 10 Jahre. Und es gibt viele Leute, die glauben, dass das vollkommen möglich ist mit der Börse. Dass ich an der Börse einfach so 10.000 Euro nehme, dann nächstes Jahr 15.000, dann 22 noch was und so weiter. Und dann irgendwann in 10 Jahren habe ich so 500.000, 600.000 Euro, ja, läuft bei mir. Ne? Und ich glaube, viele von euch haben jetzt mittlerweile begriffen, dass es komplett unrealistisch ist. Ja? Die besten Leute der Welt, ja, die besten Helga-Auspresser der Welt, die machen hier so 19-20% über sehr, sehr, sehr lange Anlagezeiträume. Und wirklich, also so 20, 30 Jahren. Ich kenne keinen Anleger, der eigentlich mehr als das schafft. Und deswegen habe ich mir nach und nach immer gedacht, okay, was die Zielsetzung angeht, warum konzentrieren wir uns nicht einfach mehr auf diese Seite hier? Also bei dem, wie viel wir eigentlich hier in Helga erstmal investieren. Weil da kann sie nie genug kriegen. Ja, sie freut sich, sie guckt auch dahin. Das heißt, sie freut sich über jedes Geld und je mehr Geld wir ihr geben, ja, desto unwichtiger wird auch irgendwann das, weil mit 7-8% Rendite und einem hohen Kapital, was ich investiere, ja,
habe ich am Ende auch richtig viel Geld, wenn es um den absoluten Geldbetrag geht. Und für mich hat das einfach bedeutet, bei der Zielsetzung, jetzt gebe ich mal ein paar Beispiele, dass ich nicht mehr sage, ich will irgendwie 20% oder 30% Rendite mit irgendeinem Investment pro Jahr oder so erreichen, sondern ich sage zum Beispiel, okay, ich will, bis ich 35 Jahre alt bin, das ist jetzt nur ein Beispiel von mir, ja, ich will bis 35 Jahre bin ein siebenstelliges Depot haben, was das angeht. Das heißt, so viel Geld hier eingezahlt haben, dass wenn ich 35 bin, siebenstellig dieser Betrag hier ist. Das heißt, dann ist nämlich mein Fokus nicht mehr darauf, immer nur das Maximale an allem rauszuholen und immer risikoreicher das Ganze anzulegen, sondern einfach im Alltag mich nicht zu sehr damit die ganze Zeit zu beschäftigen, die Rendite zu optimieren, sondern einfach andere Dinge zu tun, um mehr Geld insgesamt investieren zu können. Und das kann natürlich aber auch ganz einfach erstmal anfangen, zum Beispiel zu sagen, ich möchte einfach nur 100 Euro monatlich für ein Jahr lang investieren. Ja, also erstmal versuchen, 100 Euro, zum Beispiel für Azubis oder Studenten, die noch nicht so viel Geld haben, 100 Euro die Disziplin aufbringen, Stück für Stück monatlich für ein Jahr lang zu investieren und dann darauf aufbauen. Zum Beispiel dann im nächsten Jahr das Ganze wieder zu steigern und so. Weil das hat auch sehr viel, da kommen wir gleich auch noch dann drauf, mit Gewohnheiten zu tun, meiner Meinung nach. Ich habe mit Jonathan neulich ein Video darüber gemacht. Ist der eigentlich auch hier? Oder? Ja. Da hinten ist er. Wo wir so auch wieder diskutiert haben, auch wieder Börse im Alltag bei uns zu Hause, wo wir gedacht haben, so guck mal, wenn du jetzt mit 50 dich das erste Mal so, weil es so in Richtung Rente geht und du vielleicht einen Rentenbescheid bekommst, mit dem Thema Börse beschäftigst, und dann vorher noch nie sowas erfahren hast, zum Beispiel noch nie hier an der Börse Stuttgart warst, noch nie irgendwie mal angerufen hast und dir die Frage beantworten hast lassen und zum ersten Mal dann irgendwie ein bisschen Geld investieren willst und du hast es nie gemacht, dann ist erstens die Fehlerquote meistens viel höher bei viel höheren Geldbeträgen und du hast es einfach nicht gemacht, weil wir sind halt Gewohnheitstiere und je früher man anfängt, desto besser, meiner Meinung nach. Und ich wollte einfach an dieser Stelle jetzt hier euch dazu anregen, euch immer konkrete Ziele zu setzen beim Investieren. Ja, zu sagen, was brauche ich für ein Depot? Will ich halt später auf die Ausschüttung angewiesen sein oder brauche ich die Ausschüttung erstmal nicht und kann lange investieren? Und wirklich auch an konkreten Beträgen zum Beispiel festmachen. Ja, ich will 10.000 Euro vielleicht in diesem Investment oder was ich auch, wovon ich jetzt ein richtiger Fan geworden bin, ist einfach sich zu sagen, ja, ich mache mir eine Watchlist und gucke mir irgendwie von internationalen Aktienunternehmen die Geschäftsberichte an und gucke mir die besten Unternehmen an, meiner Meinung nach. Und dann sage ich mir, okay, ich will von dem und dem Unternehmen XY 100 Aktien besitzen bis zum Ende des Jahres. Und dann gebe ich jetzt richtig Gas, bis ich 100 Aktien habe. Dadurch ist man sozusagen automatisch auch nicht mehr so in diesem Dilemma, ständig irgendwie auf die Renditen nur zu gucken, sondern man wird so ein richtiger Kapitalist. Man sagt sich, ich will 100 Anteile an diesem Unternehmen haben, ja, und wenn die Aktie mal zwischendurch sozusagen im Keller ist, umso besser, kann ich mir sozusagen für viel weniger Geld 100 Anteile an diesem Unternehmen sichern. Aber man muss natürlich auch aufpassen, wenn die Aktie schon irgendwie in den Keller gerauscht ist und insolvent ist die Firma, sollte man dann an dieser Stelle das Ziel natürlich dann anpassen. Ja? Also ihr merkt, es ist nicht in Stein gemeißelt. Aber das war einfach nur der erste kurze Anreiz, um den Fokus zu finden, irgendein Ziel sollte man immer haben. Und häufig muss man, wenn man jetzt zum Beispiel da sitzt und sagt, okay, ich muss mir jetzt ein Ziel setzen, müssen wir natürlich gar nichts. Ja, manche schreiben schon mit, so. Sehr gut. Man muss natürlich gar nichts machen. Ja, das ist ja nur das, was ich für richtig halte. Aber ich finde immer, sich zu zwingen, mal ein Ziel zu setzen, zwingt einen überhaupt schon mal drüber nachzudenken, was man will und was man nicht will. Und das hat mir einfach extrem geholfen am Anfang, wo ich gesagt habe, okay, ich will möglichst schnell unabhängig werden, dass ich halt mir das zeitliche Ziel setze und dann waren ganz häufig diese ganzen Fragen, ja, fahre ich jetzt noch in Urlaub oder mache ich jetzt noch das und dann mache ich jetzt noch das. Diese Fragen haben sich für mich dann einfach gar nicht mehr gestellt, einfach nur, weil ich ein klares Ziel hatte. Und deswegen war das einfach nur so ein kleiner Anreiz, um vielleicht durch Zielsetzung weniger Komplexität im Alltag zu haben, einfach, damit man für sich klar weiß, was man will. Okay, dann kommen wir zum nächsten Thema und das leitet dann direkt über und zwar zum Thema die wichtigste Ressource bei allem ist die Zeit. Ja?
Die ist ja bei allen von uns nur begrenzt. Ja, Geld theoretisch ist ja unendlich, was wir verdienen können. Aber Zeit haben wir alle nur 24 Stunden. So, viele von euch haben auch schon so ein kleines Buch. Ja? Und das, finde ich, ist extrem hilfreich im Alltag. Bei dem ersten Punkt Zielsetzung, aber auch bei ganz vielen anderen Dingen. Das heißt, wenn ich ein Ziel habe, zum Beispiel für Börsenhändler werden an der Börse Stuttgart, dass ich als erstes mal dieses Ziel ausformuliere und hinschreibe. Dann ist es schon mal ein bisschen aus dem Kopf raus und dann habe ich es schon mal so geordnet. Ja? Und vor allem, wenn es jetzt um die Börse geht, das ist ja wirklich so ein Thema, was einen endlos begeistern kann und was auch sehr spannend ist, meiner Meinung nach, und für die meisten von euch ja auch. Und es gibt ja immer mehr Informationen und mehr Sachen am Markt, die als unsere Zeit. Richtig? Es gibt keiner von uns kann alle Bücher lesen, keiner von uns kann alle Nachrichten konsumieren, alle Facebook-Feeds checken, alle YouTube-Videos gucken, ist einfach nicht möglich. Und deswegen ist der nächste Punkt, dass ich für mich eine Struktur gefunden habe, wie ich mit meiner Ressource Zeit umgehe, wenn es zum Beispiel um die Börse geht. Ja? Das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir zum Beispiel im Alltag aufschreibe, abends immer, am Abend vorher, welche 6 Dinge will ich am nächsten Tag tun. Dann liste ich mir die alle auf, einzelne Punkte, zum Beispiel Montag 2 YouTube-Videos drehen, dann ist die Arbeit für den YouTube-Kanal schon mal in der Hinsicht sozusagen erledigt. Das heißt, ich habe dann einen Tag Zeit, drehe 2 YouTube-Videos, was muss ich dann noch machen? Zack, 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 zack. Und dann kann man sagen, okay, die Zeit, die ich mit der Börse verbringe, kann ich ja auch strukturieren. Das heißt, ich kann sagen, ich lese zum Beispiel einen Geschäftsbericht für eine Stunde. Oder ich gucke mir irgendeine Börsenzeitschrift an oder lese die Wirtschaftswoche und mache das und lese sozusagen nur dieses eine Magazin mal für 4 Monate irgendwie testweise und gucke, ob mir das wirklich was bringt. Und worum geht es dabei? Es geht einfach nur dabei, eine Struktur zu finden, dass man nicht so da sitzt, ohne Ziel, ohne Plan und einfach von allem so berieselt wird. Versteht ihr, was ich meine? Also es gibt jetzt so Tage, wo ich auch da sitze und dann irgendwie nichts mache und irgendwie total unproduktiv bin und dann komme ich halt nicht ans Ziel weiter. Und je mehr man halt erreichen will, desto mehr sollte man das Ganze strukturieren, was die Zeit angeht. Gibt es dazu Fragen schon mal? Oder? Wieso 6 Dinge? 6 Dinge, ich habe es damals einfach so von Earl Nightingale aus dem Programm übernommen. Du kannst auch 3 Dinge machen, 4, 5 Dinge, es ist eigentlich egal. Ich habe für mich gemerkt, 6 Dinge ist eigentlich realistisch. Wenn es natürlich 2 Dinge gibt, die extrem wichtig sind, ja, dann schaffst du vielleicht nur diese 2 Dinge. Aber dann hast du immerhin schon mal was geschafft. Ja. Und vor allem finde ich das ganz wichtig, dass man halt nicht von... Es gibt so diesen Kreislauf, vielleicht kennt ihr das. Du nimmst dein Smartphone hier in die Hand, guckst irgendwas, was passiert ist in der Community, in der Gruppe oder bei Facebook oder irgendwo anders. Ja, dann machst du die eigentliche Arbeit, die du eigentlich machen wolltest gerade, zum Beispiel lesen, irgendein Börsenbuch oder irgendwas anderes. So, dann bist du aber wieder abgeleckt, gehst irgendwo anders hin. Ja, machst hier irgendwas anderes und gehst dann wieder zurück. Und das Ganze geht im Prinzip den ganzen Tag so hin und her. Und am Ende hast du eigentlich keine einzige Zeit wirklich damit verbracht, dafür zu arbeiten, mehr Geld zu verdienen, um Helga halt richtig glücklich zu machen, indem du ihr mehr Geld zahlst. Ja? Ich habe das in einem Buch neulich gelesen, ich weiß gar nicht mehr, da ist einer halt richtig reich geworden an der Börse. Ich weiß nicht, ob es eine erfundene Geschichte war, aber es war auf jeden Fall richtig lustig. Und der hat gesagt, ja, wie haben Sie das denn geschafft, so schnell reich zu werden an der Börse? Er hat gesagt, ganz einfach, ich habe mit über 1 Million Dollar angefangen zu investieren. Ja? Und das zeigt halt, wie mächtig es ist. Hier hat noch jemand eine Frage gehabt irgendwo? Ja? Wie gewichtest du dann am Tagesablauf deine, sag ich mal, Zeit, die du für Bildung, dich fortzubilden investierst oder eben die Zeit, das aktiv dann umzusetzen an der Börse oder am Markt? Du meinst jetzt sozusagen, von wie viel Zeit ich jetzt in welcher Aktivität und so verbringe? Das mache ich eigentlich ziemlich frei so am Abend vorher, dass ich mir einfach überlege, worauf habe ich am meisten Lust, worauf habe ich am meisten Bock und was muss getan werden.
So, ja, aber es gibt da keine feste oder starre Gewichtung, weil das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Ich glaube, dass für einige zum Beispiel das überhaupt nicht geeignet ist. Dass viele Leute sagen werden, oh, jeden Tag sich Gedanken machen dafür, was ich jetzt am nächsten... Kann gut sein, dass es für viele nicht funktioniert. Aber ich gucke mir einfach immer an, was muss getan werden und was will ich tun. Und meistens ist es so, dass sozusagen dieses Lernen und Lesen irgendwie so 2 Stunden oder so eigentlich immer ausmacht. Also morgens eine Zeit und abends eine Zeit, mindestens. Ja, aber dazu kommen wir gleich noch. Dann gibt es auch noch mehr Beispiele und dann habe ich noch eine kleine Überraschung noch. Okay, aber der Punkt ist erstmal klar. Ja? Das heißt, Ziele setzen, dann überlegen, wohin geht eigentlich meine Zeit täglich? Und wenn man das einfach mal für eine Woche macht, man muss ja einfach nur eine Woche machen, holt man sich so ein kleines Notizbuch, schreibt es einfach mal auf und guckt. Und jeder wird sofort produktiver, sofort. Weil es gibt einfach keine Ausreden. Sobald man anfängt, seine Ziele aufzuschreiben und dann zu überlegen, was muss ich jetzt tun? Und meistens wissen wir ja auch, was wir tun müssen. Und es ist auch nicht so, das werdet ihr nachher auch sehen, dass es nur irgendwie für Selbstständige möglich ist oder so, sondern es ist für jeden möglich. Und die Börse bietet ganz häufig so einen indirekten Zugang dazu. Aber das werden wir gleich noch sehen. Der nächste Punkt ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger, wenn wir schon an der Börse sind. Und zwar... Man hat eigentlich immer genug Zeit für alles, was man tun will. Ja? Wenn man meiner Meinung nach Aktionismus vermeidet. Und das ist auch ein Punkt. Helga weiß ganz häufig gar nicht. Ja? Wenn ihr an Helga denkt, dann merkt sie das gar nicht. Das interessiert sie auch nicht. Sie merkt nur, wenn ihr ihr mehr Geld gibt. So. Je mehr, wenn ihr jetzt zum Beispiel 2-mal oder 3-mal am Tag euch ins Depot einloggt und guckt, wie euer Investment steht, dann ändert sich ja hier überhaupt nichts dran. Null. Also ihr habt einfach keinen Einfluss darauf in dem Moment. Außer, dass ihr vielleicht sagen könnt, okay, ich kann die Aktie wieder verkaufen. Ja? Aber was ganz wichtig ist, dass man die ganzen Sachen, die so ständig um einen rumschwirren, entweder so ein bisschen beiseite schiebt und sagt, okay, wo ist mein Fokus, wo kann ich wirklich am meisten Zeit mit verbringen und wirklich produktiv was leisten, oder dass man es zumindest drastisch reduziert. Das heißt, ich habe zum Beispiel bei mir mittlerweile fast diese Regel, ich gucke eigentlich nur in meine Depots rein, wenn ich was kaufe oder wenn ich ein Video mache und irgendwas nachgucken will. Neulich haben wir zum Beispiel dieses P2P-Update-Video gemacht und da ging es ja um Steuern. Das war ja jetzt vor ein paar Tagen erst, weiß ich, ob jemand das geguckt hat hier. Und da habe ich dann zum ersten Mal gesehen, was eigentlich an Zinseinnahmen jetzt von Mintos da angelaufen ist beim ersten Mal. Habe ich ja zum ersten Mal gesehen, okay, was ist eigentlich jetzt an Zinsen angelaufen, obwohl ich da schon jetzt seit März investiert bin. Und das nächste Mal, wenn ich sozusagen da überhaupt reingucke, ist, wenn ich die Steuern abgeben muss. Also sozusagen Anfang nächsten Jahres irgendwann. Und jetzt werden manche vielleicht sagen, ey, das ist für mich viel zu passiv, viel zu gefährlich und so. Aber gut, dann könnt ihr euch ja sagen, okay, dann mache ich es halt eben einmal pro Monat oder irgendwie alle 2 Wochen, so wie auch Richie, glaube ich, es vorhin gesagt hat, ne? Dass man halt sagt, okay, jeder kann ja sein Ding finden. Wichtig ist nur, dass man eine Sache findet, an die man sich hält. Und ich nenne dieses ganze Verhalten, was man eigentlich hier an den Tag legt, Pro-Passivität, ja, passives Investieren, aber das erfordert ja eine enorme Anstrengung am Anfang, was man eigentlich gar nicht denkt. Dieses Passivsein und Nichtstun ist gar nicht so einfach, vor allem wenn es ums Geld geht, weil wir sind irgendwie ja drauf gepolt. Vor den Sommerferien kommen solche Beiträge wie zum Beispiel jetzt noch schnell das Depot sommerfest machen. Ja? Dass ihr bloß nicht in den 2 Wochen, wo ihr im Urlaub seid, auf einmal das Depot abrutscht und ihr dann in Altersarmut sozusagen endet. So eine Beiträge kriegt man ja teilweise in den Medien mit. Dann ist ständig diese Lage EZB, Zinsen rauf, runter und immer hat man ja das Gefühl, dass man jetzt irgendwie wieder was tun muss. Auf der Invest hat mich damals welche angesprochen, wo er gesagt hat, meine Mutter hat so ein riesiges Depot oder die Tante hat so ein riesiges Depot und die ganze Zeit macht sie irgendwas damit. Und das führt halt häufig dazu, dass man die Kosten erhöht, dass man die Steuern erhöht, hin und her macht Taschen leer, ist im Endeffekt die Message daraus. Und dafür muss man sich aber bewusst entscheiden, dagegen zu stehen und einfach zu sagen, ich konsumiere nur das, wofür ich mich wirklich bewusst entscheide. Teste mal zum Beispiel 2 Wochen irgendeinen Börsenbrief aus oder vielleicht
zwei Monate und gucke einfach, was kommen da für Informationen, erscheint es für mich schlüssig, ist es für mich logisch, ja, und wenn ich merke, das bringt mir nichts, dann verfolge ich es einfach nicht, ja, und da bin ich 100% ehrlich, ich gucke zum Beispiel keine Börsenberichterstattung, tut mir leid, gucke ich nicht, weil es für meine Anlagestrategie einfach meiner Meinung nach nicht notwendig ist. Hier kann ich natürlich falsch liegen, aber ich brauche es für mich nicht, weil es ist sozusagen für meine Investments langfristig egal, was morgen oder was heute gerade am Markt passiert. Und das kann natürlich ein Fehler sein, aber es hilft mir auf jeden Fall extrem viel, meine Zeit richtig zu allokieren in die Dinge, die für mich wichtig sind. Und deswegen habe ich das einfach mal als Aktionismus vermeiden tituliert. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie ersetzt man das am besten? Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, die Börse ist ein extrem interessantes Thema. Ich gucke ab und zu die YouTube-Videos dazu. Ich lese, viele von euch lesen ja richtig gerne auch Bücher. Ja? Aber da muss man sich auch zum Beispiel ganz häufig fragen, macht es eigentlich Sinn, die ganze Zeit immer ein Buch nach dem anderen eigentlich durchzulesen? Und das ist dann so eine Art gefühlte Produktivität. Weißt du, was ich meine? Ja. Du sagst, okay, jetzt habe ich den Komma gelesen. Geil. Jetzt lese ich noch Costolani. Geil. Jetzt lese ich noch das. Jetzt lese ich noch das. Und sehe ich auch immer, ich finde es natürlich sehr geil, dass ihr so motiviert seid. Ja? Und das sieht man die Fotos in der Community mit so den Bücherstapeln. Und man muss sich aber immer fragen, hey, macht es eigentlich Sinn, 4 Bücher in einem Monat zu lesen? Was hole ich eigentlich aus diesen Büchern raus konkret? Und da hilft dann auch wieder zum Beispiel so ein Notizheft, ja, wo man einfach sich die Erkenntnisse zum Beispiel aus dem Buch aufschreibt oder einfach direkt im Buch die Notizen macht, um auch einfach zu überprüfen, ist es eigentlich wirklich produktiv oder habe ich wirklich was gelernt oder habe ich mir das eigentlich nur eingebildet? Ich war zum Beispiel früher, ich bin ehrlicherweise nicht so der Seminar-Typ, merkt man auch vielleicht in der Art und Weise, wie ich spreche. Ich war früher sehr viel auf Seminaren, weil ich immer so, boah, geil, da lerne ich so viel und habe so viele Leute kennengelernt und so, bis ich irgendwann gemerkt habe, dass es nicht so mein Fall ist. Dass ich also gar nicht so viel lerne auf Dauer aus Seminaren, wie ich mir eigentlich erhofft habe am Anfang. Und häufig haben wir so viele Leute, die sich da das viel meiner Meinung nach schön rechnen. Man sieht es auch auf Mallorca immer, das ist arrogant, aber bei vielen Auswanderern, die sich am Anfang zum Beispiel was schön rechnen und sagen, ich wandere einfach mal aus und dann gucke ich mal, was ich da tue. Ich werde da einfach mir einen Job holen, ich werde das und das und das machen und am Ende merken sie irgendwie, hat mich irgendwie verkalkuliert. Ja? Das heißt, erst die Gedanken machen, Ziele setzen, dann gucken, wohin geht meine Zeit. Dann das ganze Unnötige vermeiden, muss man natürlich dann rausfinden, was für einen selbst unnötig ist. Und jetzt kommen wir mal zu dem spannenden Thema, wo es anfängt, auch Spaß zu machen. Und zwar mal ganz kurz reingucken, wie ich das genannt habe. Genau, das sind die ganzen Verknüpfungspunkte. Jetzt kommen mal ein paar Beispiele. Ich hatte es auch gestern gepostet nochmal, immer dieses spannende Wort Humankapital. Weil ich finde es immer, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich liebe diese Geschichten, wie zum Beispiel vorhin der Börsenmakler bei uns, wo wir waren, der erzählt hat, wie wird man eigentlich Börsenmakler? Ja, man macht halt ein Praktikum hier, bewirbt sich und wenn man sich gut anstellt, dann kann es sein, dass man übernommen wird. Ja, ganz easy, ja, wenn man Gas gibt. Und Humankapital, haben wir gestern diskutiert, das war das Unwort des Jahres 2004, ja, wurde an der Goethe-Universität, gab es halt so eine Janko-Jury, die gesagt hat, ja, der Mensch wird sozusagen verkapitalisiert und was weiß ich alles, also die haben wieder richtig rumgejammert, aber im Endeffekt ist es ja nur die geistige Fähigkeit, sich Dinge neu anzulernen, zu verknüpfen und dann anzuwenden und damit halt wieder in der Wirtschaft voranzukommen. Also ich weiß jetzt nicht, was daran so schlecht sein soll. Und ich gebe euch jetzt einfach mal ein Beispiel dafür, weil hier in diesem Bereich, das ist im Prinzip alles, was nicht mehr mit dem Investment an sich nur zu tun hat, also mit dem Geld, was ihr jetzt in Helga investiert habt, hier kann man durchaus ja extrem proaktiv sein. Das heißt, ich versuche es für mich immer so einzugliedern, welche Aktivitäten, die ich eigentlich täglich mache, sollte ich richtig Gas geben und richtig viel machen und bei welchen Sachen sollte ich mich eher einfach so zurücklehnen und sie arbeiten lassen für mich. Und ich habe halt für mich gelernt, die Investments, die sollte man passiv lassen, meistens, ja, meine Strategie.
Und bei allem anderen kann man proaktiv sein. Und wenn es um Verknüpfungspunkte geht und wie man sein Humankapital dadurch erhöhen kann, gebe ich jetzt mal das Beispiel. Einfach nur, damit ihr das besser versteht, was ich überhaupt meine, weil ich weiß nicht, ob das klar wurde. Der Amazon-Geschäftsbericht habe ich neulich angefangen zu lesen und dann jetzt endlich auch komplett durch fertig gelesen. Und ich habe jetzt einen Verknüpfungspunkt erstens dadurch, dass ich eigentlich total es gehasst habe, immer die Geschäftsberichte von Unternehmen zu lesen. Und wahrscheinlich, wer von euch hat schon mal einen Geschäftsbericht von Anfang bis Ende inklusive Appendix und so weiter durchgelesen? Okay, doch schon einige. Ja? Freiwillig. Freiwillig. Mich hat es extrem... Ja, Jonathan ist so ein Sonderfall. Ja? Der macht es sogar in seiner Freizeit nachts noch eine Firma nach der anderen, sitzt am Computer, schreibt noch Excel-Berichte dazu und so, aber das ist halt eher eine Ausnahme. Für mich habe ich aber irgendwann gemerkt, guck mal, wenn jetzt ein Punkt bei dem Thema Börse, zum Beispiel Geschäftsmodelle oder Geschäftsberichte zu verstehen, immer dieser Text ist, der eher trocken ist, warum nutze ich nicht den Bereich, in dem der mir Spaß macht, nämlich Videos? Und siehe da, mittlerweile im Jahr 2016 haben fast alle Aktiengesellschaften auch YouTube-Channels, wo sie Live-Calls machen, wo sie Q&As machen mit Investoren, mit Analysten, aber auch mit anderen Leuten, wo sie Interviews geben, wo ihr sozusagen einen Eindruck bekommt, was macht eigentlich der CEO, warum hat er das Unternehmen gegründet, was ist seine Vision dafür und so weiter. Das heißt, ich habe einmal den Verknüpfungspunkt natürlich immer, der bleibt natürlich immer zentral, dass ich versuche rauszufinden, Aktie ja oder nein. Ja, oder soll ich die Aktie, wenn ich sie habe, verkaufen oder halten? Das ist natürlich der erste Punkt, der wahrscheinlich von euch immer oder von jedem von uns immer also sich die Frage stellt, sollte ich jetzt wenn ich jetzt einen Geschäftsbericht lese, ist die Aktie interessant? Wenn ja, ja, wie hoch ist die Margin of Safety und so weiter? Wenn sie uninteressant ist, vielleicht auf die Watchlist und so weiter. Das sind so die typischen Sachen, wie man rangeht. Aber jetzt habe ich mir immer, weil ich versuche immer, natürlich, versteht mich nicht falsch, ja, natürlich kann man hier mehr rausholen, ja. Ich will nur sagen, es ist halt begrenzt, wie viel man insgesamt rausholen kann. Aber natürlich geht es trotzdem darum, dass man da nicht einfach Geld verplempert. Also das wollte ich natürlich damit nicht sagen. Ich versuche zum Beispiel immer, wenn es ums Humankapital geht, das Maximum rauszuholen, was irgendwie geht. Das heißt, es geht zum Beispiel los damit, dass ich mir angucke, okay, was ist denn zum Beispiel das Geschäftsmodell von Amazon? Versuche ich wirklich zu verstehen. Ich versuche mir die anderen Meinungen dann auch auszuhören, versuche zu recherchieren, gucke mir an, was ist zum Beispiel für die wichtig. Weil ganz häufig ist es so, dass wir nicht nur die Entscheidung treffen müssen, ist die Aktie richtig für mich, sondern sind wir auch richtig für die Aktie. Und das, wenn man zum Beispiel den Amazon-Geschäftsbericht liest, dann merkt man das ja sofort, wer da zum Beispiel darauf aus ist, so monatlich, quartalsmäßig immer eine schöne Steigerung vom Umsatz und vom Gewinn zu bekommen, der wird niemals mit dieser Aktie glücklich, weil die überhaupt, das ist bei denen überhaupt nicht der Fokus. Dass sie zum Beispiel eine wirklich sukzessive Steigung haben. Die haben manchmal eine extreme Steigung im Umsatz, zum Beispiel bei Amazon Cloud letztes Jahr, 70% Umsatzsteigerung. Dafür aber im internationalen Bereich, bei dem ganzen anderen Kram, ging es erstmal ein bisschen runter. Ja? Oder die haben halt extreme Kostenexplosionen. Und die sagen halt immer, okay, wir wollen nur Investoren, die extrem langfristig denken, die wirklich extrem langfristig denken. Der CEO baut zum Beispiel gerade an so einer 10.000-Jahre-Uhr. Auf seinem Grundstück in Texas irgendwo. Da bauen sie eine Uhr, die 10.000 Jahre funktionieren soll. Und das ist dem also vollkommen egal, wie die Quartalsergebnisse sind. Der nächste Punkt ist der, okay, ich kann also versuchen, nicht nur ist die Aktie für mich, sondern bin ich der Richtige für diese Aktie, um die zu besitzen und passt die eigentlich zu mir? Und ich kann natürlich auch einfach lernen, sorry für meine Schrift, lernen, wie woanders was funktioniert. Das ist doch das eigentlich Interessante, dass ich rausfinde, in so einem riesigen Unternehmen, was bauen die eigentlich für Strukturen, wie funktioniert das eigentlich und so weiter und so fort. Das erste Mal, als ich zum Beispiel Bilanzen mir mal angeguckt habe, war das erste, was ich gemacht habe, so eine eigene Bilanz mal zu machen für einen selber. Ja? Wie viel Schulden habe ich eigentlich und wie viel Vermögen habe ich eigentlich? Ja? Und dann lernt man auf einmal so ein bisschen, okay, die machen das so, die kann man vielleicht Sachen für sich selber abwenden. Und das klingt auf den ersten Blick vielleicht abwegig, aber ganz häufig kann man extrem viel lernen, was man selbst daraus anwenden kann wiederum. Ja? Und manchmal ist es auch so, dass
es nicht jetzt von heute direkt ist. Also ganz viele, ich habe irgendwo, glaube ich, mal gelesen, ich glaube bei Picasso oder so, wenn du gute Ideen haben willst, musst du ganz viele Ideen einfach haben. Das heißt, häufig liest du auch was und du erstmal denkst du so, damit kann ich jetzt irgendwie nichts groß anfangen. Und dann irgendwann, bei mir ganz häufig so, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder so, auf einmal, warte mal, ich habe doch damals was gelesen, was ich jetzt wieder anwenden kann. Und das war zum Beispiel bei Amazon der nächste Verknüpfungspunkt, nämlich Geld verdienen damals bei mir. Das heißt, ich habe rausgefunden über Amazon, dass sie über CreateSpace und Print on Demand die Möglichkeit geben, Autoren selbst ihre Bücher im Prinzip zu verlegen. Ich dachte so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wollt ihr mich verarschen? So, wie soll das gehen? Du kannst dein eigenes Buch schreiben, brauchst es nicht selbst zu kaufen, erstmal 500 Stück, du brauchst keinen Verlag. Und das wird einfach von jemandem, das kauft, direkt gedruckt und verkauft. So, und als ich das gelernt habe, bei Amazon habe ich angefangen damals, ich glaube, das war so 2011, Ende 2011, Anfang 2012, nur noch Bücher zu schreiben über Fitnessthemen, über alles Mögliche. Wir haben ganz viele Bücher geschrieben. Und so habe ich auf einmal aus Amazon, obwohl ich gar nicht diesen, ich wusste ja am Anfang noch gar nichts darüber, ich habe ich einfach nur zufällig erfahren dadurch, okay, es gibt diese Möglichkeit. Und jetzt im aktuellen Geschäftsbericht stand da drin, wir machen zufällig so eine kleine Creator-Community. Also im Prinzip wollen sie jetzt auch so ähnlich wie dieses YouTube-Modell Videokünstlern die Möglichkeit geben, auf Amazon Content hochzuladen und damit Geld zu verdienen. So, und das ist natürlich für mich eine ziemlich interessante Sekundärinformation, die ich sonst hier gar nicht hätte rausziehen können. Ja? Und der letzte Punkt ist jetzt in unserem Sinne nicht ganz so wichtig, aber auch immer noch auch ein Punkt, der mir immer einen sehr guten Zugang gibt bei Verknüpfungspunkten, ist einfach mich auf die Produkte auch zu konzentrieren und zu gucken, was finde ich die Produkte gut, kann ich die selber nutzen. Das hilft mir immer auch persönlich, um das Geschäftsmodell zu verstehen und das Geschäft insgesamt zu verstehen. Ist die App gut, die Sie haben? Ja, kann ich bei Amazon mir zum Beispiel einfach Serien downloaden und im Flugzeug gucken und so eine Sachen. Das heißt, ich für mich gewinne auch immer noch Informationen über die Produkte. Und das war jetzt einfach mal ein Beispiel, um zu gucken, dass man halt aus einer Sache, die mit der Börse zu tun hat, noch mehrere andere Sachen halt extrahieren kann. Und jetzt sagen oder denken vielleicht einige, okay, das mag jetzt in deinem Fall vielleicht gut passen, selbstständig, macht Videos und so weiter, aber wie ist es denn als Angestellter? Das ist doch überhaupt gar nicht möglich. Arthur, ja. Komm bitte mal kurz nach vorne. Genau. Ich wollte euch ganz kurz Arthur nochmal vorstellen. Ich habe damals mit ihm mal ein Interview gemacht zum Thema Aktien und Börse. Und im Vorfeld der Vorstellung hier heute hat er mich nochmal angeschrieben, wie begeistert er ist, dass er hier sein kann. Und ja, vielleicht erzählst du nochmal ganz kurz von dir, was du vorher gemacht hast. Ja. Und wie du so zu diesem Thema Börse und Aktien gekommen bist und was sich jetzt dadurch verändert hat in deinem Arbeitsverhältnis. Also, ich habe angefangen als das, was wahrscheinlich 90% der Leute in diesem Raum auslachen. Ich bin der klassische Volksbankler. Und nein, ich verkaufe keine Bausparverträge an Unis. Nee, Spaß beiseite. Ich habe eine Ausbildung bei der Volksbank gemacht, 2 Jahre lang. Bin dann direkt in die Beratung gekommen. Und weil ich einfach sehr wissbegierig bin und einfach jemand bin, der sagt, okay, an dem Punkt, wo ich jetzt stehe, das reicht mir nicht. Ich will weitergehen, ich will ein bisschen mehr machen. Bin ich dann irgendwie über den Fitnesskanal von Kolja eben auf Aktien mit Kopf gekommen, habe mir die Videos angeguckt, habe angefangen eben selbst zu investieren, habe mich noch mehr, noch tiefer mit den Details von unseren Produkten auch beschäftigt, habe auch sehr, sehr viel gemacht im Bereich, wie soll ich das sagen, ich habe direkt bei der Union Investment, das ist unser Partner, angerufen, ja. Habe mir die Leute holen lassen und habe mit denen zum Beispiel Telefonkonferenzen gehalten, weil es mich so interessiert hat. Genau, und ganz kurz, allein dieser Punkt, die Produkte, die ihr selbst in der Bank anbietet, genau zu kennen. Richtig. Und überlegt mal, was der Unterschied ist, wenn ihr zum Mediamarkt geht und ich wollte die Kamera kaufen, die hat über 1000 Euro gekostet. Ne? Und ihr geht zum ersten hin und ihr fragt den, kann die Kamera 4K? Welche Speicherkarten brauche ich dafür, wie lange läuft die in dem Modus, wie lange ist die Akkulaufzeit, und ich habe einen Mitarbeiter von Mediamarkt, der sagt, fragen Sie mal da hinten in dem und dem Bereich, oder ich habe keine Ahnung, und ihr habt einen, der genau weiß,
was das für ein Produkt ist, welche Vorteile, welche Nachteile ihr habt. So ein Mitarbeiter ist definitiv natürlich mehr wert für das Unternehmen im Sinne des Humankapitals als jemand, der das nicht weiß. Das heißt, allein diese Begeisterung, dass man dieses Produkt-Know-how sich aneignet, ist ja ein Punkt, der da mit eine Rolle spielt. Ne? Richtig. Und das hat sich auch direkt wiedergespiegelt. Also ja. Ich habe angefangen, bei uns nennt sich das Juniorberater. Das sind dann, man hat hauptsächlich dann Kunden eben im jüngeren Bereich oder halt im niedrigeren Verdienstsegment, hat auch nicht so diese krasse Wertpapierberatung, ist dann weniger dort unterwegs, weniger im Vorsorgebereich unterwegs, eher so die klassische Absicherung, klassisch Versicherungsbereich, Kontoeröffnung etc. Aufgrund dessen, dass ich einfach da das Fachwissen gezeigt habe, das Interesse etc. und mich mit allem befasst habe, wurde ich innerhalb eines Jahres zum Seniorberater und habe jetzt die Kunden mit Kapital. Die Kunden, wo auch wirklich börsenaffin sind, da geht es dann nicht mehr darum, irgendjemanden zu überzeugen, ja, geh doch an die Börse, mach da was, sondern da geht es darum, okay, welchen Gameplan haben wir für die nächsten 15 Jahre? Ja. Und allein das zeigt dann, dass das auch gewertschätzt wird. Das, was ich reinstecke, kommt dann auch irgendwann raus. Genau. Danke dir. Genau. Genau. Und das, da habe ich ihn vorher natürlich angeschrieben, ob ich ihn kurz auf die Bühne holen darf, weil ich das als eigentlich das beste Beispiel finde, wie man halt über Verknüpfungspunkte versucht, Dinge, die ich schon kenne, zu verbinden mit Dingen, die an der Börse zu tun haben, die mit den Aktien zu tun haben, die man noch nicht kennt. Und die sind wirklich endlos, die Möglichkeiten, und die kann jeder für sich in seinem privaten Umfeld nutzen, weil die meisten von uns arbeiten bei irgendwelchen Unternehmen oder werden bei irgendwelchen Unternehmen arbeiten. Und im Prinzip, ob jetzt ein Unternehmen an der Börse ist oder nicht, Unternehmen sind trotzdem Unternehmen. Und es kann ja nicht schaden, wenn man sich mehr Know-how aneignet darüber und somit dann auch wieder sein Humankapital steigert, um dann auch mehr Geld natürlich zu haben für Investments oder für andere Dinge, die man halt damit tun will. Ja? Genau, aber das war einfach mal so ein Beispiel. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel der als letztes Beispiel ist der Punkt, wo ich jetzt lerne, Sprachen lernen, zum Beispiel Spanisch lernen. Da sage ich mir, okay, wenn ich jetzt Spanisch lernen will, ja, warum verbinde ich das nicht einfach mit Börse? Einer aus unserer Community, ich glaube, der ist heute nicht hier, James. Nee, ist nicht da. Der hat einfach richtig clever, muss ich ihm sagen, habe ich ihm applaudiert bei Facebook. Er hat einfach das Konzept so ein bisschen übernommen und einfach auf Spanisch gemacht. Bolsa para Principiantes gibt es auch auf YouTube, habe ich mir angeguckt. Und jetzt, immer wenn ich halt Spanisch lerne, dann ist halt eine unbekannte Sprache, verbinde ich das aber mit Börsen-Know-how und mit Börsenwissen. Und auf einmal lerne ich sozusagen beides parallel, weil es beides Themen sind, die mich interessieren. Und ich kann die Dinge, die ich schon kenne, verbinden mit einer Sprache, die ich noch nicht kenne. Und auf einmal habe ich wieder einen Verknüpfungspunkt und steigere mein Humankapital. Weil kann ja nicht schaden, eine weitere Sprache zu lernen. Frage irgendwo oder irgendjemand hat sich... Nee, okay, gut. Okay, dann will ich euch damit auch nicht weiter nerven. Und letzter Punkt ist natürlich der letzte wichtigste Punkt. Das langfristige Denken, auch eine Sache, die halt sehr abgedroschen ist und die immer wieder wiederholt wird, die aber auch in der Praxis halt schwer umzusetzen ist, wie man ja an dem Beispiel am Anfang von meiner Mutter und so gelernt hat. Das heißt nicht nur, dass man keine Ziele hat, dass man auch viel zu häufig, viel zu schnell wieder irgendwas aufgibt, weil man denkt, oh, das ist jetzt noch nicht interessant genug. Aber, und das ist auch wieder der Punkt von Helga, mittlerweile wisst ihr ja, wie sie aussieht, brauche ich nicht immer zu zeigen. Ja, dieses entwickelt sich ja alles immer erst nach einer Weile. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Anfang 50 Euro nur habe zum Investieren oder 100 Euro, dann wissen wir alle, dass es nicht in einem Jahr später oder zwei Jahre später schon extrem viel Geld sein wird. Wenn ich aber 5 Jahre früher anfange zu investieren, mit 25 zum Beispiel statt mit 30, oder mit 20 statt mit 25, so wie ich erst, habe mit 24 jetzt angefangen, dann sind das am Anfang die Jahre, die mir beim Zinseszins gerechnet am Ende hinten fehlen. Müsst ihr mal bei zinsenrechner.de eingeben, bei zinsenrechner.de einfach auf diesen Sparplanrechner gehen, weil wenn man selbst die Rendite ausrechnen will mit Sparplan, ist es sehr kompliziert, die Formel dafür, aber bei zinsenrechner.de könnt ihr das machen und dann könnt ihr einfach mal sehen, was es für einen Unterschied macht auf den Endbetrag des Kapitals bei einer durchschnittlichen Rendite von je nachdem, was ihr eingibt, wenn man mit 20 anfängt oder mit 25 oder mit 25 oder mit 30. Das heißt, nie demotivieren lassen, weil am Anfang noch nicht irgendwas groß klappt. Außer natürlich beim Daytrading. Nein, Quatsch. Aber ich habe das zum Beispiel auch gelernt über YouTube, nicht durch die Börse.
ehrlicherweise. Weil am Anfang habe ich auch gedacht, Börse, da hatte ich genau diese falsche Vorstellung. Krass, ich kaufe jetzt einfach irgendwas, mache auch eine Rendite, Anfängerglück, und dann kaufe ich einfach das nächste und dann mache ich wieder die gleiche Rendite und dann dachte ich, ich steigere mich immer so weiter hoch. Hat aber natürlich nicht funktioniert. Und dann bei YouTube habe ich gemerkt, damals bei meinem allerersten Video-Channel, da hatten wir in dem ersten ganzen Jahr, hatten wir irgendwie so 100 oder 200 Abonnenten nur auf YouTube. Das heißt, wir haben wirklich Zeit reingesteckt und Energie und Geld und immer wieder gearbeitet. Und ich habe aber gesehen bei anderen Leuten, dass es funktioniert hat und habe aber auch bei mir gesehen, dass es extrem langsam nur funktioniert. Und wir haben irgendwie im ersten Jahr vielleicht 200 oder 300 Euro damit verdient. So, und die meisten Leute, die damit anfangen, die sagen sich dann so, pff, oh ey, viel zu wenig, lohnt sich nicht, höre ich auf. So, dann haben wir im zweiten Jahr weitergemacht und dann auf einmal ging es, aber so richtig krass. 2013 war das Jahr, wo es auf einmal im Januar, typisch, ne, Fitness und so, wo es auf einmal die Videoabrufzahlen wirklich, ich kann es euch im Graph zeigen, ja, so, wie so ein Zinseszins auf einmal nach oben gehen. 10.000 Aufrufe am Tag auf einmal für so einen Videokanal. Und das hat mir so für immer und ewig den Anreiz gegeben, bei allem langfristig zu denken. Sowohl bei meinen eigenen Projekten, genau wie bei Aktien mit Kopf. Es war ja am Anfang nur so ein Experiment, wo ich gedacht habe, okay, gucken wir mal, ob andere Leute sich interessieren für das Thema. Und selbst wenn es nur wenige Leute sind, ich wusste schon aus den Erkenntnissen vorher, ich muss einfach sozusagen weitermachen. Dann klappt es irgendwann. Ja? Und genauso ist es auch bei den menschlichen Bekanntschaften, meiner Meinung nach. Thomas, ja, damals, ich weiß gar nicht mehr. Was kommt jetzt? Pass auf. Ich hab dich angeschrieben, ja. Wegen diesem Praktikum hier. So. Genau, und der wusste natürlich nicht, wer ist es, was macht er und so, aber er war sehr nett. Ich bin angekommen hier, die Börse Stuttgart hat mich immer freundlich behandelt und dann haben wir so geguckt, okay, das mit dem Praktikum lief alles super, waren wir beide zufrieden, dann ging es irgendwie so weiter, ne? Lass mal auf der Invest irgendwas starten. Lass mal jeder über seine Ideen nachdenken, was wir so machen wollen. Okay, cool, vielleicht können wir da irgendein Event starten. Jetzt kam das hier. Auf einmal, ja, Kolja, hast du nicht Lust, mal mit deiner Community zu kommen und danach noch ein Barbecue zu machen? Und ich so, auf Kosten des Hauses? Nicht schlecht, ja. Und das ist bei Bekanntschaften genauso, finde ich, das langfristige Denken. Und genauso sehe ich das auch bei euch, ja, dass ich nicht sage, ey, ich will jetzt aus denen das Geld rauspressen und ich will jetzt in den ersten zwei Jahren schon richtig viel Geld machen und will auch ein Lamborghini und ich will das und das, sondern ich versuche mir einfach langfristig zu überlegen, wenn ich jetzt am Anfang richtig viel Mehrwert einer gewissen Gruppe an Menschen bieten kann und denen richtig helfen kann, Ziele zu erreichen, dann muss ich ja irgendwie langfristig davon profitieren. Ja, meistens war es bisher jedenfalls immer so. Und bei Börse Stuttgart hoffentlich auch. Und irgendwann kriege ich vielleicht ein paar Anteile dann auch von euch. Okay, das war's. Danke euch fürs Zuhören. Gerade gesehen, ich habe das Mikrofon vergessen. Das ist scheiße. Okay. Nee, wir haben jetzt einfach nochmal eine kurze Trinkpause, glaube ich, für jeden. Vielleicht muss nochmal jemand auf Toilette oder eine rauchen oder was auch immer. Und ich würde sagen, in einer Viertelstunde, 10 nach, Norbert? Ja. Fangen wir dann wieder hier an, ja? Ja, genau. Okay. Fangen wir hier um 10 nach einfach. Machen wir weiter. Okay.